Kommt Offenbarung zum Schluss. Ich lese uns der 20. Vers. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Es ist hochinteressant, wie in der Offenbarung eigentlich, so wie im Römerbrief zum Beispiel, der Zweck des Römerbriefes der Anfang und der Schluss bildet, nämlich der Glaubensgehorsam. Genau das gleiche ist hier. Hier bildet die Wiederkunft Jesu Christi zu Beginn der Offenbarung die Einleitung und sie bildet hier der absolute Abschluss. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man das begreift. Es geht letztendlich bei der Wiederkunft Jesu Christi um alles oder nichts. Und was mich jetzt hier sehr erschüttert hat, ist diese Selbstverständlichkeit, mit der dieser Vers hier steht. Es heißt ganz einfach, er, der dies bezeugt, das heißt der Jesus, er spricht, ich komme bald. Wir kommen nachher drauf, was das Wort bald heißt. Es wäre wahrscheinlich richtiger zu übersetzen, er kommt überraschend, völlig unerwartet, plötzlich, mit einem Schlag. Auf jeden Fall, er sagt, er kommt bald, Amen. Amen ist das Siegel, so soll es sein, das ist die göttliche Bestätigung. Und jetzt sagt praktisch die Antwort, die hier vermutlich, Zitat von Johannes, ganz einfach kommt, ja, komm, Herr Jesus. Und ich denke, das ist ein Riesenproblem. Man darf nicht so tun, als wären alle Frommen so fromm, das ist ein Theater. Man darf nicht so tun, als wären alle Gläubigen freudig darauf eingestimmt, dass der Herr Jesus kommt. Sondern man muss wissen, wie es in der Herzen wirklich aussieht. Da sieht es oft ganz anders aus. Oft ist so, dass nach außen geheuchelt wird, aber innen drin ist alles andere als die Bereitschaft, den Herr Jesus zu erwarten. Darum ist es für mich so herrlich, dass er hier so mit einer Selbstverständlichkeit sagt, ja, komm. Als der Herr Jesus das ankündigt. Und ich denke, es ist ein Riesenproblem in dieser Endzeit, in dieser Zeit des Abfalls, in dieser Zeit des Zeitgeistes, der dämonischer als jemals vorher sich äußert, in so einer Zeit wirklich die Wiederkunft Jesu Christi zu erwarten. Und ich habe mich darum entschlossen, die Wiederkunft nochmals aufzugreifen. Und zwar einfach punktuell sie durchzunehmen. Das möchte man heute tun, um zu verstehen, wenn der Herr Jesus sagt, ich komme bald oder ich komme plötzlich und die Gemeinde sagt in einer absoluten Selbstverständlichkeit, ja, komm, dann ist es was Ungeheures. Und zwar ist eine ungeheure Reaktion einer Gemeinde auf diese Tatsache. Aber zuerst muss die Tatsache klar sein. Und dann ist die zweite Frage, wie ist unsere Herzenshaltung dazu? Ich denke, das ist eine ganz große und wichtige Frage. Und ich möchte in keinster Weise das verhehlen, dass ich genau weiß, wie es ein Meisterherz aussieht. Und zwar, ich weiß das aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich auch so ein Herz habe. Und ich weiß, wie der Zeitgeist, ich weiß, wie das Menschliche ein Mensch ergreifen kann, dass die Wiederkunftshoffnung kaputt geht. Und oft ist es bei Menschen erst so weit, dass sie die Wiederkunftshoffnung glühend haben, wenn was passiert. Wenn sie selber kaputt sind, wenn sie selber enttäuscht sind, wenn das Menschliche zerschlagen ist, dann plötzlich sind sie bereit, den Herrn zu erwarten. Aber in so im Normalalltag ist es ganz schön schwer, auch für einen normalen Gläubigen, dass er diese Wiederkunftshoffnung in dieser Selbstverständlichkeit praktisch ausdrücken kann. Ja, Herr Jesus, komm! Und aus dem Grund möchten wir wirklich die Wiederkunft Jesu uns ansehen. Das Wiederkunftswort, das heißt Parousia. Und die Parousie, das ist eigentlich etwas, ich lese mal, was das bedeutet, das Dabeisein, die Gegenwart, die Anwesenheit, insbesondere das Innewohnen, Dasein, Ankunft, besonders speziell die Wiederkunft Jesu zum Gericht. Anwesende Kriegsmacht, Beistand, Unterstützung, Hilfe, günstige Gelegenheit, passende oder rechte Zeit, gleiche Grundgedanke wie Kairos. Das heißt, der Akzent liegt nicht, im Gegensatz zu dem, was wir immer denken, auf dem Kommen Jesu, sondern der Akzent liegt auf dem Dasein Jesu, Gegenwart, Ankunft, er ist da, das heißt auf der persönlichen Begegnung, nicht auf dem Kommen, sondern das Entscheidende ist, er ist jetzt da. Um das geht es bei dem Wort, wenn hier Wiederkunft übersetzt wird. Es geht darum, dass er da ist. Wenn man die Wiederkunft sich in Ruhe anzieht, dann muss man einfach reines Johannesevangelium in dieses 14. Kapitel. Dort hat der Herr Jesus ja seine Abschiedsrede weitergeführt. Er beginnt sie in Johannes 13. 13, 14, 15, 16, 17. Das sind die Abschiedsrede Jesu. Und er sagt hier, euer Herz erschrecke nicht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Endzeit. Dass uns bewusst ist, wir haben Grund zu erschrecken, menschlich gesehen. Wenn man das sieht, was da draußen abgeht, dann hat man Grund zu erschrecken.
Die Menschen sind außer Rand und Band. Dieser dämonisierte Mensch aus 2. Timotheus 3, Abvers 1, der wird immer mehr sichtbar. Das heißt, die Finsternismächte zeigen ihr Angesicht unverhohlen. Jetzt sagt der Herr Jesus, angesichts dieser erschreckenden Zustände, wir sollen nicht erschrecken, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, der Jesus sagt was ganz Einfaches. Mitte seiner Abschiedsreden, er sagt, die Zustände hier sind eine Katastrophe. Furchtbar, aber ihr braucht keine Angst zu haben. Und zwar, ihr sollt auch nicht erschrecken, sondern ihr sollt in kindlichem Glauben an seinen Vater, an seinen Gott und Vater und an ihn, den Sohn des lebendigen Gottes, verharren. Und zwar, er geht weg, um unsere Wohnung zu bereiten und er wird uns holen. Das heißt, er sagt, das ist die große Hoffnung, mitte in diesen Zuständen. Nicht, dass es besser wird, es wird nicht besser, es wird schlechter, es wird schlimmer, es werden noch mehr Gemeinde abfallen, es werden noch mehr aus unserer Reihe umkippen, das ist gar keine Frage, es ist nur Frage der Zeit. Und zwar, weil dieser Zeitgeist Opfer fordert. Aber jetzt redet er zu den wahren Gläubigen und sagt praktisch, ihr müsst einfach in kindlichem Glauben verharren und euch bewusst sein, ich werde euch holen. Wohin? In die Wohnungen, die er für uns persönlich bereitet. Und das ist ein Gedanke bei der Wiederkunft, das muss man sich immer vorstellen. Das heißt, der Herr Jesus bereitet für mich, für dich persönlich die Wohnung im Himmel vor. Das muss ich mir vorstellen. Und sagt, dann komme ich und hole dich zu dieser Wohnung. Das ist ein ungeheurer Gedanke. Das ist ein Gedanke, wo man einiges ertragen kann auf dieser elenden Welt, wenn man das weiß. Und ich denke, es kommen vielleicht Zeiten, wo wir noch froh sind, dass wir dieses Wissen haben, dass wir bereit sind, auch hier durchzuhalten. Weil, ich sage es mal so, ich glaube noch nicht, dass wir den Höhepunkt erreicht haben. Bei weitem nicht, es wird viel schlimmer werden. Aber er sagt, er kommt und holt uns in diese Wohnung. Die große Darstellung der Entrückung ist nach 1. Thessalonicher 4, ab 13. Ich möchte einfach nochmal abrisshaft aufzeigen, dass wir verstehen, wie das sich abspielt. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt nicht, dass ein normaler Gläubiger Angst vor der Wiederkunft haben soll und dass mir mit der Wiederkunft drohen soll. Sondern er sagt, es soll ein Grund des Trostes sein. Johannes 14. Und er sagt hier ganz klar, es wird geschehen praktisch im Bruchteil einer Sekunde. Und was hier auch wichtig ist, man kann, wenn man die Bibel eifertig liest, auch die ganze Lehre, diese mystische Lehre, es hat immer wieder Brüder gegeben, die haben gelehrt, wenn jemand geheiligt genug war, dass er dann, bevor die Entrückung ist, praktisch aus dem Grab auferstanden wäre. Das ist eigentlich Unsinn. Sondern die Bibel sagt hier, es wird geschehen bei der Wiederkunft Jesu. Wird der Herr Jesus zuerst die Toten in Christus auferwecken? Alle miteinander, in einem Augenblick, wird sie mit sich selber führen. Das heißt, es passiert bei der Wiederkunft Jesu, die Auferstehung. Es gibt keine Auferstehung der Geheiligten und eine spätere Auferstehung der Nicht-Geheiligten. Der Gedanke ist der Bibel völlig fremd. Sondern es wird passieren. Der Herr weckt die Toten auf, bringt sie mit und wir werden mit ihnen vereinigt. Es wird im Bruchteil einer Sekunde geschehen. Er sagt, es wird geschehen, wenn die Posaune Gottes erschallt. Wenn man sieht, wie ein Paulus gedacht hat in Philipper 3, und Paulus sagt ja immer wieder, seid meine Nachahmer, weil er ist ein wahrer Nachahmer Jesu Christi. Er sagt in Vers 7, alles was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Er sagt sogar weiter in Vers 8, er achtet es für Dreck, damit er Christus gewinnt. Er sagt in 10,
nämlich um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichförmig werde. Er sagt, ich habe es noch nicht, aber ich jage ihm danach. Das heißt, er hatte ungeheure Hoffnung auf die Auferstehung. Es war Paulus ungeheuer wichtig, dass er aufersteht. Und Auferstehung heißt Entrückung, Auferstehung heißt Wiederkunft Jesu. Es war Paulus einer seiner entscheidenden Faktoren. Und jetzt kam wieder der Gedanke, tröstet euch mit diesen Worten. Er sagt vorher, aus dem Grund ist ihm alles, was vorher Gewinn war, wie Dreck. Spielt keine Rolle mehr. Bis jetzt nähern wir uns so langsam der Herzenshaltung, die richtig ist, wenn der Herr Jesus kommt. Es ist immer ein Kampf in den Herzen der Menschen zwischen meinen eigenen Wünschen, zwischen dem Denker dieser Welt und diesem Denker, das der Paulus hier hat, nämlich wirklich diese Welt für Dreck zu achten, auf den Herr Jesus zu warten. Dreck heißt zu Deutsch, spielt keine Rolle. Ich lebe normal, vernünftig in dieser Welt, aber spielt keine Rolle mehr, sondern ich warte auf ihn. Und wenn jemand die Haltung hat, dann sagt er, wie in der Offenbarung am Schluss, Amen, komm, Herr Jesus. Wenn er aber es nicht hat, dann sagt er nicht, Amen, komm, Herr Jesus. Und ich denke, es ist ganz wichtig, man sieht hier beim Paulus, er zeigt hier die wahre Herzensstellung. Wenn man weitergeht, er sagt dann 20. Ich springe jetzt einfach einmal. Er sagt ganz einfach, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das steht im Griechischen Politeuma. Das heißt, unser ganzes, worum uns drum dreht. Das heißt, unser auch, wo wir das Recht haben, wo wir dazugehören, wie man in der Politik ist, wo man dazugehört, sagt, ist im Himmel. Woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der auch diesen Leib verwandeln wird. Es kommt wieder der Gedanke. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Mir erwartet der Himmel. Die alte gottlose Welt hat immer gesagt, die Gläubiger sind sozial schlecht. Und zwar, sie vertröstet, sie geben zwar, sie sind barmherzig und versuchen, den ganz Armen zu geben, aber sie vertröstet die Menschen auf eine bessere Welt, nämlich auf Jenseits. Genau so ist es. Das muss man einfach sagen, die hat recht. Es ist so. Die Hoffnung der Gläubigen ist im Jenseits und nicht im Diesseits. Wir haben jetzt den Herr Jesus im Herzen. Damit können wir überwinden. Aber unsere große Hoffnung ist, wie der Paulus sagt, drüber. Wir erwarten ihn. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Wir warten auf ihn. Wir warten nicht auf was anderes. Ich habe schon Sachen gehört, führende Leute im Reich Gottes, die haben dann gesagt, der Herr hat ihnen geoffenbart, sie werden nicht sterben, bevor sie den Antichrist gesehen haben. Dann muss ich sagen, danke. Auf die Offenbarung könnte ich verzichten. Das muss ich vorstellen. Da sieht man, wie man sich verirren kann. Wir warten nicht auf den Antichrist, sondern auf den Herr Jesus. Wir sehen Antichristliches genug. Es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, der ganze Ansatz des Paulus, das ganze Denken atmet eine, ich sag's nochmal, frohe, erwartungsvolle Haltung, dass der Herr Jesus kommt. Das ist für ihn was Normales. Er hat keine Angst, sondern er zeigt es ganz offen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich warte auf den Herr Jesus. Ich hoffe, er kommt. Er wird diesen Leib verwandeln, das ist eigentlich klar, wenn man das begreift, was das heißt. Damit sagt er, damit ist Römer 7 erledigt. Er braucht nicht mehr schreien, ich elender Mensch. Wer will mich mehr erlösen von diesem Leib? Ich sage es in Anführungszeichen. Des Elends, wo nämlich die Sünde drinsteckt. Das meint er nämlich. Er sagt, er wird den Leib verwandeln, dann habe ich das Problem nicht mehr. Das heißt, die Bibel ist absolut nicht diesseitig, sondern jenseitig. Und wir treiben alles hier, als wäre alles diesseitig. Geschwister, wisst ihr, ich sag's mal so. Es ist nicht schlecht, wenn wir Stühle haben, wo du 2 Stunden aushältst in Versammlung. Aber spielt keine Rolle, was für Stühle sind. Es soll sauber und ordentlich sein, aber es ist eigentlich völlig egal, wo wir uns versammeln. Wenn wir unsere Scheune versammeln oder so im Saal, ist doch völlig egal. Spielt überhaupt keine Rolle. Spielt sich völlig, völlig uninteressant. Wisst ihr, der Mensch neigt dazu, dass sich es diesseits klammert. Mir gefällt's auch, wenn die schöne Karte da hängen, aber wenn sie nicht da hängen würde, wäre auch nichts kaputt, oder? Würde die Botschaft weniger ziehen? Nö. Wäre weniger Geistliches da? Nö. Es ist schön, dass wir Klavier haben. Wenn wir keins hätten, würden wir halt ohne singen. Ihr versteht. Das Geistliche hängt nicht an dieser Welt. Darum bauen die Gemeinde auch keine Paläste. Es gibt eigentlich Gemeinde, die bauen Paläste, aber im Prinzip baut die Gemeinde keine Paläste. So eine Gemeinde ist normal. Sie weiß, es ist nur ein Übergangsstadium. Paulus zum Beispiel, das hat Gott so gemacht. Der hat sich, das muss ich vorstellen, der hat eiskalt die Synagogenstruktur ausgenutzt, hat sich in der Synagoge versammelt. Der war in Miete. Bei den Juden, in der Synagoge. Dann haben sich versammelt die Jünger. In der Säulehalle Salomos. Das war am Tempel gegenüber. So ein riesen Säulengang. Da haben sie sich versammelt. Wisst ihr, wir sind schon viel mehr katholisch, wie wir es denken, vom Denken her.
Die Wiederkunft Jesu heißt, ich bin ein Fremdling auf Erden und ich warte, dass er kommt, und dann bin ich kein Fremdling mehr, dann bin ich nicht mehr Gast, dann bin ich im Himmel Bürger. Das ist das, was dahinter steckt. In Matthäus 24, in der großen Darstellung, nicht der Endzeit, sondern der Zerstörung des Tempels, der Wiederkunft Jesu und des Endes der Weltzeit, das sind ja drei Themen, die da drin sind, sagt er in Matthäus 24, 37 und folgende. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Dann sagt er wieder, 43, wachet, und zwar darum seid auch ihr bereit. Und dann erklärt er ja diese ungeheure Aussage, wer ist der treue und kluge Knecht ab 45, der letztendlich für den Herrn sich hingibt, der arbeitet, der ist auch bereit für die Wiederkunft. Aber ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir hier etwas sehen, und zwar, er sagt hier, es wird plötzlich geschehen. In den Paralleltexten sieht man, dass sogar der eine im Bett ist und dass der andere auf dem Feld ist. Das heißt, es geschieht weltweit, das ist Zeitverschiebung. Das heißt, es wird weltweit im Bruchteil einer Sekunde geschehen. Die Zeitverschiebung ist hier nicht drin, weil er hier nur zu den Juden, zu Israel redet. Aus dem Grund ist die Zeitverschiebung nicht drin. Aber bei den anderen Texten, für die Evangelien, wo mehr für die Heide geschrieben sind, ist die Zeitverschiebung voll drin. Und das bedeutet, der Herr Jesus zeigt hier, es wird plötzlich geschehen, es wird im Bruchteil einer Sekunde geschehen, und es wird vor allem geschehen, wenn kein Mensch glaubt, dass sie geschieht, und sie wird vor allem geschehen, wenn die Menschen voll gar nichts mehr merken. Und wir sind heute im Zustand, wo die Gläubigen nichts mehr merken. Ich habe heute die Idee Spektrum gekriegt, zum Glück hatte ich keine Zeit, das zu lesen, ich hätte mich noch mehr aufgeregt, wo ich es gelesen habe. Da war wieder drin, zum Beispiel bezüglich Homosexualität, welche Stelle gelten jetzt noch und welche gelten nicht. Wisst ihr, die, wo das schreiben, da muss ich sagen, ich schreibe denen demnächst einen Brief, auch das sind ja teilweise Gläubige, da muss ich sagen, was soll der Quatsch, überhaupt so eine Diskussion zu führen? Die Homosexualität ist nicht in erster Linie im Alten Testament verboten, da gehört sie zum Mosaischen Gesetz, sondern die ist im Neuen Testament verboten. Und zwar radikal, und zwar in der Lehre der Apostel, im Römerbrief, Abvers, Kapitel 1, Vers 18. Da merkt ihr, wie die alle verblendet werden. Das heißt, sie merkten nichts. Ja, was merken sie denn nicht? Sie merken nichts, was die Stunde geschlagen hat. Sie merken nicht, dass die Christenheit außer Rand und Band ist und dass sie abfällt. Und sie merken nicht, dass die Gläubigen nicht mehr normal sind. Die wissen ja gar nicht mehr, was normal ist. Das ist das Problem. Und die merken vor allem nicht, was die Stunde geschlagen hat, dass die Wiederkunft vor der Tür steht. Und dass vor allem der absolute Abfall, der Einbruch des Antichristlichen auch vor der Tür steht. Das merken sie nicht. Die Bibel sagt, keiner merkt was. Es wird kommen wie ein Blitz, wie ein Dieb in der Nacht, sagt die andere Stelle im Petrusbrief. Wir müssen einfach sehen, in der direkten Prophetie, ich lese jetzt nicht alles, sagt die Bibel in 1. Korinther 15, 23 und 52, dass es letztendlich sich um die Hoffnung der Auferstehung handelt. Ich möchte noch einmal betonen, Auferstehung und Wiederkunft Jesu sind untrennbar. Bei der Wiederkunft werden die Toten auferstehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn jemand von uns stirbt, dann geht er als Persönlichkeit ins Totenreich, ins Paradies, in den Teil des Vorhimmels. Wo Abraham war, in Abrahams Schoß. Aber wenn die Entrückung passiert, wird er der Schoß Abrahams diesen Ort verlassen und wird vom Herr Jesus herausgeholt werden. Wird dann der Auferstehungsleibempfänger vom Herr Jesus in der Sekunde der Entrückung, die Gemeinde, die noch lebt, bekommt den Auferstehungsleib lebend, wird verwandelt und wird zusammen als Ganzes mit dem Herrn in den Himmel gehen. Und ab der Sekunde ist der Mensch wiedergebracht nach Geist, Seele und Leib. Dann beginnt das Preisgericht Jesu Christi, dann beginnt praktisch die letzte Säuberung der Gläubigen, bevor es in den Himmel geht. Da wird nämlich letzte Gerechtigkeit im Preisgericht gegeben, kommt der Feuergericht, ist ein Gericht des Feuers, darf man nicht harmlos sehen, wo alles verbrennen wird, was nichts getaugt hat in meinem und in deinem Leben, und übrig bleibt das Echte. Und so wirst du dann für die Ewigkeit sein, so echt, wie du da warst, in diesem Preisgericht. Gut, was mir ganz wichtig ist, wenn man auch weiter guckt, 52, er sagt, plötzlich, überraschend, wieder der gleiche Gedanke, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Und dann sagt er wieder, das ist der Punkt, wo die Toten auferstehen werden. Was
Bibel aussagt, ist mir auch wichtig, Vers 51, sie sagt, es ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis von Gott her. Das ist nichts, was man so ohne weiteres lokalisieren kann, sondern es ist ein Geheimnis. Und er sagt ganz klar, es kassiert bei der letzten Posaune. In 1. Thessalonicher 4 haben wir gelesen, es werden Lebende und Tote sein. Das ist zur gleichen Sekunde. Es geschieht beim Schall der Posaune, immer wieder der gleiche Gedanke, beim Schall der Posaune, beim Schall der letzten Posaune, plötzlich, die Toten in Christus werden immer auferstehen, die Lebenden werden verwandelt und dann werden wir beim Herrn sein, alle Zeiten. Und jetzt sagt er, tröstet euch. In 1. Thessalonicher 4, jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wisst ihr, ich habe es immer bedauert, dass in der alten Schlachterbibel dort Zeitung gewechselt hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wisst ihr, es gab in der richtigen Bibel, im Urtext, gab es keine Kapitel. Da gab es auch keine Verse. Es gab alles nicht. Es war alles aneinander. Und es gibt hier kirchgeschichtlich die Beschreibungen, wie man die Kapitel reingemacht hat, wie man die Verse reingemacht hat. Das ist alles okay. Also mit dem Entstehen vom Buchdruck, auch vom Textus Receptus, ist letztendlich auch von Stephanus endgültig sind die Ausgaben dann mit Versen und allem herausgekommen. Aber ich muss einfach mal etwas sehen. Im allgemeinen Teil, wenn ich den Brief im Original hätte, wie in der Paulus an die Gemeinde geschrieben hat, würde der Brief 1. Thessalonicher 4 folgendermaßen lauten, Vers 18. Er beschreibt jetzt die Wiederkunft und sagt, so tröstet euch nun mit diesen Worten, das heißt mit der Wiederkunft, von den Zeiten und Zeitpunkten, aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also was sagt er? Und das ist jetzt schon mal der Schlüssel zu der Prophetie. Er sagt, mit der Entrückung wird der Tag des Herrn ausgelöst. Und der Tag des Herrn ist die Gerichtsperiode über diese Welt. Und er sagt ganz klar, die Entrückung löst diese Gerichtsperiode aus. Und immer wenn wir die Gerichtsperiode lesen, wenn wir das lesen in der Bibel, muss uns klar sein, der Tag wird ausgelöst durch, also die Zornschale gerichtet, durch die Entrückung. Und dann sieht das Ganze ganz anders aus. Und er sagt hier, das müsst ihr wissen. Und jetzt erklärt er, was vorher passiert. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben plötzlich sie überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Und dann sagt er, ihr Gläubigen müsst Kinder des Lichtes sein, um bereit zu sein, wenn der Tag kommt. Das heißt, er sagt, in einer Phase, wo keiner dran denkt, wo niemand etwas merkt, wo alle von Friede und Sicherheit redet, wo man sagt, jetzt haben wir es endlich im Griff, dann passiert's. Das heißt, die Entrückung ist nicht während einem Krieg. Die Entrückung ist nicht während einer Phase, wo Krise ist, wo Weltkrise ist, sondern sie ist in einer Phase, wo alles sagt, ist alles okay. Wenn kein Mensch überhaupt auf die Idee kommt, das könnte sein, völlig harmlos, dann mit einem Schlag wird die letzte Posaune erschallen. Dann ist die Entrückung. Das muss uns klar sein. Dann wird es passieren. Und dann kommt die Gerichtsperiode, dieses Ungeheure. Offenbarung 10, Vers 7. In den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet sein. Die Entrückung ist ein Geheimnis, der Christus ist ein Geheimnis, die Gemeinde ist ein Geheimnis. Wenn man das alles einsetzt, ich habe hier am Schluss von diesem Manuskript auf der letzten Seite, habe ich nochmal die Geheimnisse aufgelistet, dass jeder das nochmal nachgucken kann. Das Geheimnis Gottes, gibt zwei Arten, ist erfüllt bei der Entrückung. Und da sieht man ganz klar, letztendlich das Geheimnis Gottes ist die Gemeinde, dort ist letztendlich auch die Entrückung. Und jetzt macht die Bibel eine ungeheure Aussage. Sie sagt, das ist keine Auslegung, sondern es steht direkt in der Bibel. Sie sagt, es passiert bei der siebten Posaune der Offenbarung, wo man gar nicht redet. Sie sagt die Offenbarung 10, Vers 7, bei der siebten Posaune passiert es. Es gibt bloß eine siebte Posaune, nämlich in der Offenbarung. Es ist halt so. Jeder sei seiner Meinung gewiss, aber steht halt eindeutig da, da brauchen wir nicht reden. Römer 11, 25. Wisst ihr, da wird spekuliert und da wird immer das spekuliert, was ich gern hätte. Es wird immer das ausgelegt, was der Mensch gern hätte. Ich sage euch eines, der Mensch ist auch geistlich zäh. Ein unmögliches Gerät. Der Mensch ist so unmöglich auch geistlich und ich habe festgestellt, die Gläubigen sind kein Haar besser wie diese Welt. Manchmal sind sie schlimmer. Das heißt, der Gläubige hat so einen bösartigen Eigenwille und so einen Dickschädel und so eine Sturheit, auch geistlich. Es ist ungeheuer. Manchmal lebt der Gläubige nur seine Unart auf der Ebene des Glaubens aus. Wisst ihr, das muss man einfach ehrlich zugeben.
Römer 11, 25. Das heißt, ich muss offen sein, was die Bibel sagt. Wenn die Bibel bestimmte Ansätze sagt, dann muss ich mich unterwerfen, selbst wenn ich sie nicht verstehe, selbst wenn sie mein Weltbild durcheinander bringen. Ich muss bereit sein, mich dem Bibeltext zu unterwerfen. Und wenn die Bibel sagt, es wird geschehen in der Ruhephase, es wird geschehen plötzlich, wenn keiner dran denkt, es wird geschehen, wenn alles ruhig ist, es wird geschehen weltweit, es wird geschehen in einer Sekunde, es wird geschehen zu der siebten Posaune der Offenbarung, steht da drin. Man muss es einfach akzeptieren. Ich habe schon oft erklärt, dass man es nicht ausrechnen kann, weil die sieben Donnergerichte davor sind. Von daher ist das überhaupt keine Möglichkeit auszurechnen, wann es ist. Ich weiß nicht, wann die sieben Donnergerichte gehen. Ich weiß auch nicht, ob AIDS zum Beispiel schon ein Donnergericht war. Ich weiß nicht, ob die Maul- und Klauenseuche, ob zum Beispiel andere Seuche, die über diesen Erdball geht, ob das bereits Donnergerichte sind. Ich weiß es nicht. Von daher habe ich keine Ahnung, wenn die Entrückung ist. Ich weiß bloß, wann sie heilsgeschichtlich ist bei der siebten Posaune. Das kann ich sagen. Und damit kann ich auch sagen, alles, was vor der siebten Posaune ist, werden wir alle schön mitmachen. Mit jeder Konsequenz. Da werden wir durchgehen. Römer 11, 25. Jetzt erklärt der Paulus nochmals, was bei dieser Entrückung, was bei dieser Wiederkunft passiert. Wisst ihr, und Geschwister, ich möchte nochmals betonen, ich mache jetzt nur einen Exkurs und sehr lange. In Wirklichkeit sind wir bei Offenbarung 22, 20. Also ich sage jetzt ja, bei jedem Punkt, den ich lese, müsste eigentlich die Gemeinde schreien, Amen, komm, Herr Jesus. Ist ja klar. Da müsste eigentlich jeder schreien die ganze Zeit, Amen, komm, Herr Jesus. Ihr versteht mich, ich will nicht, dass er das schreit. Aber innerlich müssen wir sagen, ja. Und der dem krankt, wir werden nachher draufkommen, das ist nämlich das Problem, dass dort erkrankt. Römer 11, 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis, macht ihr wieder was? Geheimnis. Die Entrückung ist das Geheimnis, die Vollendung des Geheimnisses. Dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, die Entrückung löst nicht nur letztendlich das Zorngericht Gottes aus, der Tag des Herrn, sondern es ist dann so, dann geht das Heil zu den Juden zurück. Es muss uns ganz klar sein, die Tür der Heide geht zu. Es kann niemand nach der Entrückung ein Erstling Jesu Christi werden, der ein Heide ist. Das muss klar sein. Der Heilige Geist wird nochmal ausgegossen über Israel. Das kann man sagen. Ja, was ist mit einer Bekehrten im tausendjährigen Reich? Ich lese nirgends in der Bibel, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Sie wären höchstens der Drittling, wenn man es so nimmt. Höchstens. Aber der Erstling ist Gemeinde, der Zweitling ist Israel. Wollen wir gar nicht reden, von der Ausgießung her. Also, wenn das Heil zu Israel geht, dann ist auch die Entrückung. Es gibt natürlich jetzt eine zweite sichtbare Wiederkunft. Die erste Wiederkunft ist die Entrückung, wo der Herr Jesus in den Luftraum kommt, wo die Bibel ausdrücklich sagt, er kommt nicht auf die Erde, 1. Thessalonicher, sondern er kommt nur in den Luftraum. Jetzt gibt es ja wieder Gläubige, wie zum Beispiel die Adventisten, die sagen, es gibt nur eine Wiederkunft auf die Erde. Dann muss ich sagen, ja, was soll ich denn mit Thessalonicher? Im Thessalonicher steht halt, dass die erste Wiederkunft nur in der Luftraum ist. Und dass die Gläubiger von der Erde praktisch entrückt werden, auch in diesen Luftraum. Und dass sie dem Herrn nicht auf der Erde begegnen werden, sondern im Luftraum. Damit ist bewiesen, dass es Entrückung und eine sichtbare Wiederkunft Jesu gibt. Ist eindeutig. Aber das Zweite, das ist Apostelgeschichte 1,11. Und zwar, das ist nach der Himmelfahrt, die zwei Engel, die sagen dann, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ihr, das ist Israel, er wird für Israel wiederkommen in der gleichen Weise, wie er von Israel gegangen ist. So wie er vom Ölberg aufgefahren ist, wird er auf der Ölberg zurückkommen. Sacharja 14, eindeutig. Dort wird erklärt, was passiert. Und zwar Sacharja 14 ist eines der gewaltigsten Kapitel der ganzen Bibel. Es ist der letzte Tag dieser alten Erde. Es ist der letzte Tag, bevor das tausendjährige Reich erbricht. Es ist der letzte Tag, bevor der Teufel gebunden wird. Es ist der letzte Tag, bevor der Herr Jesus sichtbar den Ölberg betritt. Es wird hier nochmal erklärt. Jetzt lese ich ab Vers 4. Also vorher ist Krieg. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Das ist Apostelgeschichte 1,11.
der vor Jerusalem nach Osten zu liegt, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Da wird jetzt genau erklärt, was passiert, und dann heißt es am Schluss von Vers 5, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Das heißt, wir kommen nach dem Preisgericht Jesu Christi, wir kommen nach der Entrückung, nachdem wir gereinigt sind, nachdem wir gesäubert sind, nachdem wir von den Schlacker durch ein Feuergericht praktisch hergerichtet sind, kommen wir mit ihm in Jerusalem auf der Ölberg, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Ich habe die Parallelstelle, Joel, ihr könnt es in Ruhe nachlesen. Mir geht es jetzt nur um den Abriss, dass uns der Abriss klar ist, bevor wir zum Wichtigeren gehen, nämlich wie wir bereit sind. Dann wird Offenbarung 20, Vers 1 ausgelöst. Dann stehen die Märtyrer der Trübsal aus. Die sind nach meinem Verständnis Juden. Wenn da noch ein Heide dabei ist, ich sage jetzt einfach, es wird halt nicht ausdrücklich genannt, die Gebote Jesu haben und sein Zeugnis. Jetzt kann man ja nicht streiten, sind es Juden, sind es Heide. Auf jeden Fall, die Bekehrten der Trübsal steht auf. Sie werden dann mit Christus Herrscher in dieser Welt, das heißt in diesem tausendjährigen Reich. Der Teufel ist gebunden, und dann bricht das Szenario des tausendjährigen Reiches an. Israel wird angenommen werden, in einer Sekunde. Und dann ganz wichtig, Jeremia 31, 31, Sacharja 12, 10, 13, 1. Dann wird nicht nur für Israel das Blut Jesu wieder zugänglich sein, für den Überrest, sondern dann wird der Heilige Geist über den ganzen Überrest Israels ausgegossen werden. Das ist die zweite Ausgießung des Heiligen Geistes, prinzipiell. Die erste ist über die Gemeinde, der zweite über Israel. Natürlich sind es Teilausgießungen bei Offenbarung 2 bis 19. Aber dann wird der Heilige Geist, weil er bei der Entrückung ja weggenommen ist. Ihr müsst euch einfach vorstellen, bei der Entrückung geht der Heilige Geist in den Himmel zurück. Da gibt es keinen Heiligen Geist. Auf der Erde ist der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft nicht mehr da nach der Entrückung. Ist brutal. Sondern der Teufel ist da, in Menschengestalt. Der ist rausgeworfen aus dem Himmel. Und von oben schlägt Gott mit den Zorngeschalen gerichtet drauf. Aber der Geist der Sohnschaft ist weg. Und jetzt gießt Gott über Israel bei der sichtbaren Wiederkunft seinen Geist nochmals aus. Über das Drittel, das übrig bleibt und das letztendlich sich dann auch bekehrt. An einem Tag. Und das ist wieder Römer 11, 25 und 26. Und jetzt sagt er hier, siehe, ich komme bald. Dieses Wort, schnell, geschwind, eilig, sogleich, als bald. Man könnte es genauso gut übersetzen, plötzlich, unerwartet, wenn kein Mensch dran denkt. Ich komme bald. Das heißt nicht, hier die ungläubigen Theologen haben immer gesagt, man sieht, dass Paulus eine Erwartung, eine Haltung der Naherwartung hatte und dass sie enttäuscht wurde. So dumm kann bloß ein Theologe rausschwätzen. Entschuldigung, wenn ich es immer so hart sage. Also ich sage jetzt ausdrücklich die ungläubigen Theologen, die ja überhaupt nichts glauben. Bultmann hat gesagt, wie kann man ein elektrisches Rasierapparat benutzen und an Gott glauben? Ein übernatürliches Glauben. Das ist genau das gleiche Geschwätz. Man muss es einfach mal nüchtern sehen. Paulus hatte nicht die Erwartung, dass der Herr Jesus bald kommt, sondern er hatte die Erwartung, dass er plötzlich kommt. Das ist ein riesiger Unterschied. Er hatte die Erwartung, dass er unversehens kommt. In einem Nu, in einem Augenblick, wenn überhaupt niemand erwartet, dass er dann kommt. Schlagartig. Und dass er mit seinem brennenden Herzen natürlich gehofft hat, dass der Nu sofort kommt, ist ja klar. Aber er hat nicht theologisch die Wiederkunft erwartet und sich nicht erfüllt worden. Diese unsinnige Aussage der Theologe, die kann man vergessen. Weil das Wort hatte viel tiefere Bedeutung. Und jetzt praktisch müssen wir etwas gucken. Wenn die Gemeinde in unserem Text ganz einfach sagt, ja, Herr Jesus, komm. Amen, komm. Es soll so sein. Wir akzeptieren es. Wir freuen uns drauf. Komm. Jetzt müssen wir gucken, wenn diese ganzen Zustände passieren. Das würde ja bedeuten, dass unsere Welt immer schlimmer wird. Dass das Antichristliche immer dämonischer, immer brutaler wird. Und dass dann irgendwann mitten in diesem ganzen Chaos eine gewisse Ruhephase ist, wo wir alle sagen, oh, zum Glück ist jetzt gerade Ruhe. Und dann wird die Entrückung sein. Wenn kein Mensch denkt, das ist, dann wird sie kommen. Vielleicht am Feiertag. Wenn alle daheim sitzen und denken, oh, ist das schön, ich muss heute nicht schaffen. Um 9:30 über den Kaffee brütet und sich freut. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es in einem Nu geschehen, wenn kein Mensch dran denkt. Und jetzt sagt aber Paulus praktisch und auch der Johannes und die ganze Texte, die ganze Apostel sagen, du musst bereit sein. Beziehungsweise sie sagen nicht, du musst bereit sein, sie sagen, der normale Gläubige ist bereit. Und hier haben wir jetzt 1. Thessaloniker 1, Vers 9.
Die Gemeinde in Thessaloniki ist eine hochinteressante Gemeinde, wie sie entstanden ist. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 17 nachlesen, wie sie entstanden ist. Wenn man die jetzt in Ruhe anguckt, diese Erstlingsgemeinde, diese herrliche Gemeinde aus den Heiden, natürlich war da Jude da, aber das ist eine typische Gemeinde. Und dort sagt er in Vers 9 vom ersten Kapitel, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus dem Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Geschwister, ich möchte einfach mal etwas betonen. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet. Wenn ihr die Texte ganz nüchtern liest, habt ihr mal ein Auge drauf, es ist von Paulus einfach alles selbstverständlich. Er sagt jetzt dieser Gemeinde, genau, ihr habt euch zu Gott bekehrt, ihr seid weggegangen von den Götzen und jetzt erwartet ihr den Herrn. Das ist für uns das Normalste der Welt. Lest mal die Texte in Apostelgeschichte 17. Da war gar nichts so Spektakuläres. Wer sagt, als Folge von dieser echten Bekehrung sind da Menschen, die erwartet einfach der Herr. Es ist normal, dass man den Herr erwartet. Und er sagt, ihr wisst ja, der wird euch retten vor diesem Zorn, der dann kommt. 1. Thessalonicher 5. Vor dem, was dann kommt, wird er euch retten. Aber er sagt ganz klar, ihr erwartet ihn. Der Johannes sagt, komm, Herr Jesus. Amen. Komm einfach. Der Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir erwartet, dass er kommt, um unseren Leib zu verwandeln. Hier sagt er, ihr habt euch bekehrt und ihr erwartet ihn. Das ist sowas Normales, sowas Selbstverständliches für einen Gläubigen, dass er die Wiederkunft des Herrn erwartet. Und wenn ihr das einmal jetzt euch überlegt, dann merkt ihr erst, wo wir hingelangt sind, als Gemeinde, als Gläubige. Wie es dem Teufel gelungen ist, die Gemeinde wegzutreiben, wegzudrehen, wegzujagen vom Angesicht Jesu Christi, hinzutreiben zum Geist dieser Welt, hinzutreiben zu den Lüsten der Augen, hinzutreiben zu den Lüsten des Fleisches, hinzutreiben zu dem, was die Welt ausmacht, zu dem Verderben, das durch die Lust in dieser Welt herrscht, so sagt der Petrus. Es ist einfach etwas, wo der Teufel die Menschen hintreibt. Aber Paulus sagt, das Normale ist, dass sie den Herrn erwarten. Also ich behaupte jetzt einfach, wir sind eine entartete Christenheit. Die normale Christenheit hat sich von der Welt abgesondert. Die normale Christenheit ist der Welt nicht nachgelaufen, sondern die normale Welt hat sich versammelt und die Welt hat sogar Angst gehabt, zu denen zu kommen. Das ist normale Christenheit. Und diese normale Christenheit, die hat sich radikal von den Götzen bekehrt und hat darauf gewartet, dass der Herr kommt. Diese Christenheit war eiskalt und wirklich mit letzter Herzenshaltung bereit, in den Märtyrertod zu gehen. Wenn man das einmal sieht, das war der Normalzustand. Die hatte da aber kein anderer Heiliger Geist wie mir. Die hatte keine andere Bekehrung wie mir. Die hatte auch keine leichteren Umstände wie wir. Im Gegenteil, im Römischen Reich hat es sich wesentlich schlechter gelebt wie zu unserer Zeit. Da war man relativ schnell tot. So schnell kann man gar nicht gucken. Und trotzdem haben wir zum Beispiel, was die nicht hattet, wir haben das geschriebene Wort. Wir haben die ganze Schriften, wir haben Bücher, wir haben Kassette, wir haben alles ohne Ende und trotzdem ist die Gemeinde immer viel jämmerlicher Zustand als zum Beispiel zur Zeit des Paulus. Ich möchte einfach nochmal die Selbstverständlichkeit betonen, mit der er erwartet hat. Römer 8, 23. Die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Jetzt könnt ihr nur was Zweites gucken. Jetzt könnt ihr zum Beispiel mal beobachten, wie der Paulus das mit dem Empfang des Heiligen Geistes, also auch mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, in Verbindung bringt. Indem er immer wieder zeigt, ein Gläubiger, der klar bekehrt ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, erwartet den Herrn. Das ist eine Normalität. Und hier, 8,23, sagt er, ihr habt die Erstlingsgabe des Geistes und wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Das heißt, wir erwarten. Das heißt, die Gläubigen sind bereit, ihr jetziges Dasein aufzugeben, um der Entrückung willen, um dem Herrn zu begegnen. Und immer wieder vor Paulus der Gedanke, und ich denke, das ist ganz wichtig, die Erlösung des Leibes, das ist ja sein Problem gewesen. Und das ist mein Problem und das ist euer Problem. Im Leib steckt die Sünde. Und er sagt ganz klar, die Erlösung des Leibes, der letzte Denar vom barmherzigen Samariter, die letzte Rate, Arabon,
Die Ratezahlung, die letzte Rate, die passiert, das ist die Erlösung des Leibes. Und dann haben wir nämlich die Sünde los. Es muss klar sein, ab der Entrückung habe ich keine Krankheit, habe ich keine schlechten Gedanken, habe ich keine Gefühlsstaus, habe ich nichts, was überhaupt zur Sünde tendiert. Ich habe keinen Eigenwille mehr. Dann ist aus, dann ist vorbei, dann ist passiert. Da bin ich völlig praktisch für den himmlischen Zustand praktisch vorbereitet. Das Einzige, was ich muss noch durchs Preisgericht, dass die Schlacke noch wegkommen. Aber dann ist es passiert. Und da setzt die Bibel die ganz große Hoffnung drauf. Römer 8, 25, er sagt dann, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit Ausharren, Hypomonä, Geduld, Unterbleiben, Standhaftigkeit, ist alles das Gleiche. Das heißt, jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, die Bibel sagt, der wahre Gläubige wartet mit einer absolut normalen Selbstverständlichkeit auf die Wiederkunft Jesu. Der normale Gläubige nimmt hier Erhaltung des Untenbleibens. Er ist einfach bereit, alles über sich ergehen zu lassen, weder links noch rechts sich ablenken zu lassen. Er zieht den Kopf ein und lässt es über sich ergehen. Das ist die Normalhaltung des Gläubigen. Er sagt, es ist völlig normal, dass ein Gläubiger erwartet, dass auf der Herr Jesus wartet. Es ist völlig normal, dass ein Gläubiger sich von der Welt absondert. Und es ist völlig normal, dass er hier letztendlich unten bleibt. Ihr begreift. Also ich will es nicht wissen. Es würde mich tief erschüttern. Aber es wäre interessant, wenn unsere Väter, auch Paulus, lesen würdet, was für ein Unsinn die Gläubiger in ihre Zeitschriften, in ihre Vorträge und in ihre Darstellungen vom Reich Gottes, was die Gläubiger von sich geben. Wenn er mal sehen würde, was die Bibel hier lehrt und was der Normalzustand der Gläubigen ist und was heute passiert. Ist unfassbar. Die Christenheit ist sowas von links abgerutscht. Das gibt's nicht. Ja, und sag mal, wir wissen, wie Gott manchmal solche Zustände einfach heilt. Indem er eine Gemeinde oder einen Menschen, indem er Not schickt, indem er ihm Verfolgung schickt, indem er ihn einfach in seiner Gnade angeht, erzieht. Ich möchte nochmals Philipper 3,20 lesen. Und zwar, ich denke, es ist einfach wichtig. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von vorher wir auch den Herrn Jesus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichförmig sein wird, dem Leibe der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich auch selbst alles unterwerfen kann. Wisst ihr, jetzt muss man eins dazu sagen. Jetzt ist der Mensch ja, sag mal, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass ein Mensch seinen Körper pflegt. Aber ich muss mir die ganze Zeit bewusst sein, das Ding, wenn ich es noch so pflege, es wird letztendlich etwas passieren. Der normale Gläubige ist sich die ganze Zeit bewusst, dass im Nu plötzlich die Entrückung kommen soll, ist das Ding weg. Ist klar. Das Ding ist zweitrangig. Dass man es richtig versteht. Der was Böses sagt. Ich weiß auch nicht, ob es im Himmel Spiegel gibt. Ich habe zumindest noch nie was drüber gelesen. Ich glaube, dass es Bürste gibt. Wir werden auch nicht zum Friseur müssen. Wir brauchen keine Maniküre. Es wird auch keine Rolle spielen. Du brauchst auch nicht mehr den Berater, der Farbberater, wo die richtige Farbe für deinen Typ raussucht. Versteht, was ich meine? Das heißt nochmal was ganz Spitziges. Und wenn unser Bürgerrecht im Himmel ist, dann brauchen wir es jetzt auch nicht, oder? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Wisst ihr, was das heißt? Wir müssen das einfach übersetzen. Ja, Herr Jesus, komm plötzlich. Das sagt der Gläubige. Komm plötzlich. Ich bin bereit, du kannst kommen, wenn du willst. Komm plötzlich. Komm in eine Phase, wo ich es nicht denke, ich bin bereit. Ich wache. Nimm den Leib einfach weg, ich brauche ihn nicht. Nimm meine Existenz weg, ich brauche sie nicht. Die ist nur zweitrangig, ich warte auf den Himmel. Mach doch was. Wenn du jetzt einmal siehst, wie wir uns die ganze Zeit benehmen, das hat mal jemand gesagt, wegen dem Sterben. Er hat gesagt, die Welt glaubt den Gläubigen nicht, dass sie wirklich sich auf den Himmel freuen, dass sie erlöst ist, wenn sie nicht mit Triumphgeheul in den Himmel geht. Das ist nämlich was dran. Wir tun dauernd so, wie wenn der Zustand auf dieser Erde wäre alles. Das ist es hier, unsere kleine Existenz. Und da wird drum gekämpft, bis aufs Blut. Die Bibel ist völlig anders.
Die Bibel bringt eine organische, natürliche, ich sag's mal, wirklich unverkrampfte, lockere, wirklich, ich sage mal, erlöste Selbstverständlichkeit zu sagen, Amen, ja, Herr Jesus, komm. Ja, nimm meinen Körper weg. Ja, nimm meine Existenz weg. Ja, ich will im Himmel sein, nicht mehr hier. Wieso gibt es auch keine Bundesliga? Ist klar. Ja, ihr lacht. Wisst ihr, ist alles, was hier ist, mir so zweitrangig, dass ich sage, wenn der Himmel kommt, ist mir alles egal. Wenn er jetzt böse wird, der Schreier und der Goldschnitt gibt es auch nicht. Ich stimme zu, es gibt kein Goldschnitt. Genau. Ja, aber ihr versteht, alles, wo unser Herz doch hier dran hängt, wo wir Freude dran haben, das uns Freude bereitet, das ist alles nicht falsch. Aber irgendwo ist im tiefsten Grunde des Herzens eine Haltung, komme bald, Herr Jesus, komm und nimm es weg. Wenn du kommst, dann ist mir es egal, ob du es wegnimmst. Wenn du kommst, dann ist so wichtig, ist mir das so wichtig. Deine Gegenwart, deine Ankunft, deine Wiederkunft, dass mir das egal ist. Wieder das war das, was die Gemeinde hatte. Dann spielt es keine Rolle, ob du arm oder reich bist. Das spielt keine Rolle, ob du schön oder hässlich bist. Das spielt keine Rolle, ob du intelligent oder dumm bist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist völlig egal. Interessiert doch niemand. Sondern wenn er kommt, dann ist das Problem gelöst. Im Himmel gibt es auch nicht noch Titel. Im Himmel wird dich keiner nach deiner Ausbildung fragen. Sondern im Himmel bist du bekannt. Wenn du geistlich gelebt hast auf dieser Erde, dann bist du im Himmel bekannt. Hat mein Bruder gesagt, mit dem Baumaterial, wo du hochschickst, baut der Herr Jesus deine Wohnung. Ist natürlich auch Auslegung, kann man es richtig verstehen. Ein bisschen spekulativ, aber so dumm ist der Gedanke gar nicht. Zumindest eines kann ich dir sagen, als Gläubiger. Du wirst genau den Lichtglanz verbreiten, das steht im 1. Korinther 15, der beim Preisgericht noch von dir übrig bleibt. Die Gläubigen werden unterschiedlich leuchten in ihrer Herrlichkeit, und zwar genau das wirst du an Lichtkraft haben, was du noch in Herrlichkeit übrig hast, nach dem Preisgericht. Tatsache. Da wird nochmals alles geregelt. Mir ist aber ganz wichtig, diese Selbstverständlichkeit. Titus 2, Vers 13. Ich möchte zusagen, ich lese vielleicht schon ab 11. Einfach im Kontext. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, in diesem bösen Äon, der immer verdorbter wird. Indem, und jetzt erklärt er, also jetzt sage ich es mal andersrum, wie macht man das? Sich in Zucht zu nehmen? Wie macht man das, die Gottlosigkeit, die weltliche Begierde zu verleugnen? Wie macht man das, besonnen und gerecht und gottesfürchtig in dieser Weltzeit zu leben? Wie macht man das? Wisst ihr, wir müssen viel einfältiger die Bibel lesen. Es steht nämlich da, indem wir. Das heißt doch ganz einfach zu Deutsch. Wie machst du das? Indem du das tust. Jetzt sagt praktisch der Paulus, wenn du die nächste Haltung einnimmst, Vers 13, dann hast du genau automatisch die Punkte aus Kapitel 2, Vers 11 und 12 erfüllt. Dann hast du die richtige Haltung, um das zu erfüllen. Er sagt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Er sagt wieder das Gleiche. Er sagt, sobald du echte Wiederkunftserwartung hast und wirklich sagst, Herr Jesus, komm, und es wirklich in deinem Herzen hast, wirst du automatisch mit der Herzenshaltung, mit der Haltung, der Herr Jesus zu erwarten, wirst du automatisch, wirst du beginnen, dich selber in Zucht zu nehmen. Schon ungeheuer. Du wirst automatisch beginnen, die Gottlosigkeit und die weltliche Begierde zu meiden. Du wirst sie verleugnen. Und du wirst automatisch besonders gerecht und gottesfürchtig in diesem Äon, in diesem katastrophalen Zustand der Endzeit leben. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich so Texte lese, dauernd
drüber lese und praktisch meine Vorstellung, die ich entwickelt habe im Laufe der Zeit von dem Text, mir praktisch vorprogrammiere. Ich gebe das vor. Mir ist aufgefallen, wenn ich das einmal aufgebe und den Text wirklich liest, was da dran steht, ich muss sagen, mir ist das jahrelang nicht aufgefallen, dass der Paulus sagt, diese Haltung musst du einnehmen, indem du die Wiederkunft erwartest. Wisst ihr, ich hätte jetzt gesagt, oh, das hätte ich gelesen, also von meiner Brille. Also nicht der, sondern geistliche. Hätte ich gelesen, hätte ich gesagt, guck, Gott sagt, wenn du bereit sein willst für die Wiederkunft, dann musst du dich in Zucht nehmen, die Gottlosigkeit, die weltliche Begierde verleugnen, gottselig leben und. Tu das und du wirst bereit sein. Sagt sie aber nicht. Sagt sie nicht. Sondern sagt was ganz anderes. Sie sagt, erwarte du den Herrn und du wirst automatisch das tun. Sie macht einen geraden Umkehrschluss. Wisst ihr, und da muss man aufpassen, biblisch, wir müssen lernen, organisch, normal und ohne diese vorgefasste Meinung der Herr zu erwarten. Ich kann einfach sagen, wenn wir die richtige Haltung einnehmen, werden wir automatisch innerlich das Richtige tun. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Ich empfinde es vom Paulus her, dass es mit einer echt unbeschreiblichen Selbstverständlichkeit schreibt. Er setzt es immer voraus. Er schreibt es jeder Gemeinde und sagt ihr im Prinzip, guck her, so ist es. Also jeder Zerfungsteil, je nach Thema des Briefes. Aber er schreibt einfach, wenn er Wiederkunft anredet, schreibt er, das ist normal. Lukas 12, 41, was der Herr dazu sagt. Und zwar, er sagt hier, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Das ist auch Beweis der Teilung des Wortes. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zum richtigen Zeitpunkt die verordnete Speise gibt. Glückselig ist jeder Knecht oder Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wisst ihr, das heißt doch ganz einfach. Es bedeutet praktisch, ich lebe in einer Haltung, wo ich den Herr Jesus erwarte. In dieser einfach ganz selbstverständlichen Haltung, ja komm, wenn du kommst, wenn du überraschend kommst, meinen Körper wegnimmst, indem du mich verwandelst, dann ist das okay. Das ist das richtig. Ich freue mich drauf. Wenn meine Existenz aufhört auf dieser Erde, wenn ich bei dir bin, dann ist das gut. Und jetzt sagt er parallel dazu, und die richtige Haltung, aus dieser Herzenshaltung raus, beginnt ein Mensch ganz einfach dem Herrn zu dienen. Das heißt, seine Berufung anzutreten, da steht's. Die verordnete Speise, was Gott verordnet hat für jeden, was er in der Gemeinde als seine Aufgabe, als Glied des Leibes Jesu Christi tun soll. Das tut er ganz einfach, organisch, normal. Und damit ist ein Mensch bereit, das ist überhaupt keine Frage. Damit ist er bereit für Entrückung, damit ist er bereit für die Wiederkunft, damit ist er bereit zu sterben, damit ist alles da. Aber dass er mich richtig versteht, das heißt nicht, dass ich nicht vernünftig, und das steht da drin, ich soll vernünftig leben. Wegen dem muss ich trotzdem zum Beispiel arbeiten. Wegen dem muss ich trotzdem schlafen. Wegen dem muss ich trotzdem auf meine Gesundheit aufpassen. Das soll ich alles, da sage ich überhaupt nichts dagegen. Ich soll trotzdem meine Existenz vernünftig in dieser Welt gestalten, aussichern, alles normal tun. Aber im tiefsten Herzen muss die Bereitschaft sein, komme bald. Du sagst, Herr, wenn du kommst, und es hört alles auf, ist mir's recht. Ich freue mich, wenn du kommst. Mir ist lieber, du kommst heute, als du kommst morgen. Das wäre die Haltung. Und aus der Haltung raus will ich jetzt einfach für dich arbeiten. Das ist die Haltung, die der Herr meint. Und wenn die ein Gläubiger wirklich hat, dann kommt nicht nur seine Seele zur Ruhe, sondern bringt er Frucht. Und der Herr sagt, er ist bereit. Aber jetzt kommt der Punkt. Mir ist es jahrelang nicht aufgefallen. Scheinbar gibt es auch bei den wahren Gläubigen ein Riesenproblem. Matthäus 24, 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das heißt, der Herr Jesus geht immer hin und sagt, es gibt ein grundlegendes Problem, das scheinbar auch die wahren Gläubigen, ich sag's einmal, zu der Schläfrigkeit geistlicherseits neigen. Drum heißt es auch bei den 10 Jungfrauen. Sowohl die Kluge als auch die Törichte, sie schliefen alle ein. Jetzt kommt etwas Furchtbares. Scheinbar neigt auch die Gläubige dazu, nichts zu merken, einzuschlafen. Das heißt, narkotisiert zu sein. Das ist ein Riesenproblem.
Und Herr Jesus warnt jetzt. Er warnt da in Lukas 21, 36 und sagt: Darum wacht jederzeit und bittet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das heißt, wenn man jetzt einmal ganz, ganz, ganz kindlich vorgeht und die Texte wirklich so analysiert, was der Herr Jesus sagt, was der Paulus sagt, was zur Bereitschaft gehört, dann sagt praktisch die Bibel, ein Gläubiger, der wahrhaftig bereit ist, wenn der Herr Jesus kommt, der hat im Prinzip drei Haltungen. Drei. Er hat zuerst eine Haltung der Selbstverständlichkeit, dass er der Herr Jesus erwartet. In seinem Herzen ist dauernd der Gedanke, ist dauernd die Bereitschaft, wenn du kommst, ist es recht, komme bald. Ich würde mich freuen, wenn du heute kommst. Lieber nicht heute, nicht morgen, sondern lieber heute. Einfach diese ganz normale kindliche Bereitschaft, komm. Das Erste. Das Zweite, was die Bibel sagt, ist, dass ein Mensch aus dieser Haltung raus einfach arbeitet. Dass er für den Herr Jesus arbeitet. Als Sklave Jesu Christi lebt auf dieser Welt. Das ist die zweite Haltung. Und die dritte Haltung ist einfach, dass er zeigt, dass ein Mensch ihre gewisse Haltung des Wachens lebt. Dass er aufpasst. Dass er sich die ganze Zeit bewusst ist, dass das wohl alles ein bisschen gefährlicher ist. Dass er zum Beispiel nicht bloß wacht, sondern auch wacht und betet. Und da der Herr bittet, lass mich bereit sein, indem ich das erkenne. Lass mich wachen. Das heißt, das Einzige, wo die Bibel mir einen Befehl gibt, was ich tun soll, ist wachen und beten. Das ist praktisch der Befehl. Beim anderen sagt der Paulus nicht, ich soll die Hemdsärmel hochkrempeln und mir das vornehmen, sondern er sagt, ich soll eine selbstverständliche Haltung haben. Er setzt es voraus. Er sagt, der Grundzug, der da sein muss, ist diese Selbstverständlichkeit, den Herrn zu erwarten. Aber dann sagt er, die Spitze ist, darum zu kämpfen, dass man wacht und betet, dass man nicht in die Falle geht. Scheinbar ist in der Endzeit so, dass die Gläubigen noch mehr gefährdet sind, dass sie vernebelt werden. Und ich könnte euch stundenlang erzählen von führenden Leuten, wo glasklar war, ich sage mal, ich bin erst im Mai nächstes Jahr bin ich 30 Jahre gläubig. Ich bin im Januar 30 Jahre verheiratet und im Mai bin ich 30 Jahre bekehrt. Wenn ich aber nur in den 30 Jahren sehe, wie führende Leute, ich sage es mit einem wehen Herz und bin dankbar, ich sage mal vorsichtig, ich bin dankbar, dass ich selber noch hier sitze. Aber wenn ich sehe, wie führende Leute, wie die vernebelt wurden, es war unfassbar. Der Mann, wo das Bibellexikon geschrieben hat, dieses herrliche Werk, eines der komprimiertesten Werke, wo es gibt, das alte Bibellexikon, ist nach einer bestimmten Zeit in die absolute Extremsekte Colonia Digitat drüber in Südamerika reingeraten. Und da ist er praktisch mit untergegangen. Das ist unfassbar. Ich könnte euch wirklich viele solcher Beispiele zeigen. Gesegnete Männer Gottes, gesegnete Frauen Gottes, gesegnete Leute, die Gott gedient haben, aber sie haben nicht gewacht. Was ist passiert? Irgendwann waren sie weg. Das ist das Problem. Jetzt kommt das nächste Problem. Die hatten nicht diesen extremen Zeitgeisteinbruch wie wir. Also müssen wir umso mehr wachen. Wir müssen wachen und beten und gleichzeitig diese selbstverständliche Haltung einnehmen, um nämlich geistlich, sag's mal, so krass zu überleben. Es geht ums Überleben, nicht um ein bisschen Stil. 1. Timotheus 4,16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ich weiß, wie schnell man es macht, wenn man sagt, habe Acht auf die Lehre und dann nur ein bisschen auf dich selbst. Habe ich oft gemacht. Aber der Herr sagt, habe zuerst einmal Acht auf dich selbst. Und wenn du in Ordnung bist, dann kannst du dich um die Lehre kümmern. Das heißt, er sagt hier, die erste Priorität, das Wichtigste ist, dass du auf dich selber aufpasst. Und der Herr sagt jetzt nicht, du kannst nicht auf dich selber aufpassen. Er gibt keine unsinnigen Befehle. Er sagt ganz einfach, pass bitte auf dich selber auf. Also jetzt nicht bitte im Sinn von, ich möchte die Stellung des Herrn nicht, sondern er sagt ganz einfach, aufpassen. Du musst aufpassen. Paulus sagt hier, es ist entscheidend, dass du auf dich selber aufpasst. Das ist immerhin sein Lieblingsschüler, dem er assisch, was assistiert er ihm denn? Er sagt zu ihm, niemand hat die Gesinnung wie der Timotheus. Er ist der Einzige, der nicht eigene Motive hat. Und dem Mann sagt er, pass auf dich selbst. Ich muss mir vorstellen, was müsst ihr deinem anderen sagen? Was müsst ihr mit Demas sagen, der die Welt lieb gewonnen hat? Was müsst ihr uns sagen, wenn er mit Timotheus schon sagt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre? Das heißt, wir müssen aufpassen auf uns selber und auf das, was lehrmäßig läuft.
Und jetzt kommt eigentlich was Brutales. Er sagt dann, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und jetzt können wir streiten über bestimmte Lehren, ob ein Gläubiger gefährdet ist. Die Aussage sind sowas von einfach. Er sagt, wenn du das tust, wirst du dich retten. Wenn du das nicht tust, wirst du dich nicht retten. Fertig. So einfach ist das. Das heißt, er zeigt, dass Leute gefährdet sind. Also, ich habe jetzt wieder im Topic, kam wieder eine Darstellung, wo zum Beispiel ein Mann, der früher ja wirklich gesegnete Bücher geschrieben hat und wirklich ein großer Mann der Brüderbewegung war, Owenil, wo der inzwischen gelandet ist. Der ist auf der Ecke von Benny Hinn gelandet. Muss ich mir vorstellen. Muss ich mir vorstellen, was da passiert sein muss, dass sowas passieren kann. Jetzt kann man sagen, war der nicht intelligent genug? Ich war schon intelligenter wie wir alle. War er nicht geistlich begabt genug? Hat wahrscheinlich mehr Geistesgabe gehabt wie mir. Es war ein hochbegabter Mann Gottes. Warum? Da steht's. Habe Acht auf dich selbst. Wisst ihr, das Ding ist gefährlich. Das ist mir bewusst geworden. Ich bin gefährdet. Jeder ist gefährdet. Wir müssen das ernst nehmen. Wir brauchen eine ganz natürlich organische Haltung. Herr, komme bald. Wir müssen den Herr Jesus erwarten. Wir müssen ihn so lieb haben von unserem Herz her, dass man erwartet, dass er kommt. Gleichzeitig müssen wir bereit sein, für den Herr wirklich zu arbeiten. Wisst ihr, das ist manchmal schwer. Ich habe schon so geschuftet fürs Reich Gottes, dass ich weltliche Dinge vernachlässigt habe. Das hat mich schon geschlaucht. Ich sage nicht immer, dass es richtig ist. Manchmal ist auch das andere übertrieben. Aber manchmal musst du einfach überlegen, was du tust. Wisst ihr, was tue ich? Was ist dran? Und das Nächste, was dann kommt, ist einfach diese Bereitschaft in der Endzeit, wirklich zu wachen und zu beten. Wirklich wachsam zu sein und hier wirklich auf den Herrn zu warten. Matthäus 25. Wenn man das sieht, nochmals, dieses Gleichnis. Es ist ja nur ein Gleichnis, aber trotzdem, es ist ungeheuer wichtig, wenn man das hier sieht. Und wir sehen ja immer wieder, wie der Paulus das Ganze, diese Bereitschaft verbindet mit dem Empfang des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist wirklich Raum hat. Und hier sagt er ganz einfach, diese 10 Jungfrauen, das ist letztendlich so, es hing an dem, wie sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, da brauchen wir gar nicht reden, der eine hatte Öl, die andere nicht, und beide hatten Öl, bloß der eine ist ausgegangen, da brauchen wir überhaupt nicht reden, und Öl ist der Heilige Geist im Gleichnis. Das heißt, es spielt eine Rolle, inwieweit der Heilige Geist mein Herz beherrscht. Je mehr er mein Herz beherrscht, je mehr ich weich bin gegenüber dem Heiligen Geist. Wisst ihr, und dann hören die Zickereien auf. Die darf ich mal so böse ausdrücken. Diese Zickigkeiten, die der Gläubige sich erlaubt. Gott gegenüber, sich selber gegenüber und untereinander. Dann muss der Unsinn aufhören. Wisst ihr, der Gläubige ist manchmal unmöglich. Wisst ihr, mir geht selber so. Mich ärgert der Kollege, dann kann ich einen Tag lang rumlaufen und mich drauf aufregen, wo mich der Kollege ärgert. Mir sage, was interessiert mich das, wenn die Entrückung ist, dann ist der Kollege weg und ich. Wisst ihr, was juckt es denn noch, was der Kollege tut? Wisst ihr, wenn wir die Haltung hätten, dann wäre es ganz anders. Dann könntest du auch ruhig sagen, egal was mir passiert, gesundheitlich, egal was mir passiert, wirtschaftlich, egal was mir passiert, Amen, Herr Jesus, komme bald. Versteht? Des Zeugs, diese Umstände haben keine Macht mehr über mich. Das wär's. Aber das Grundproblem ist, der Mensch klebt immer an diesem Äon, an dieser Weite. Da kommt das Elend her. Und je mehr ich natürlich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, je mehr hat es keine Macht. Je organischer ich bin, je natürlicher, je mehr ich der Herr Jesus erwarte, je mehr ich auch bereit bin zu wachen und zu beten, wird nichts passieren. Mein Herz wird frei sein. Versteht ihr? Hebräer 3, 12 bis 14. Darum, und zwar jetzt müssen wir einfach sehen, also ich sage jetzt nicht, das hat der Paulus hat geschrieben, aber ist ja auffällig. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses und ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander jeden Tag, vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Merkt ihr, was er sagt? Er sagt, habe Acht auf dich selbst, pass auf. Pass auf, dass du nicht verstockt wirst, dass der Teufel dich nicht reinlegt, dass er dich nicht betrügt. Und Geschwister, bitte,
lest den Sündenfall. Lest die Versuchung Jesu. Ihr werdet etwas feststellen. Teufel arbeitet immer gleich. Er spricht die Augenlust, er spricht die Fleischeslust an. Und das ist genau das, was hier geschrieben steht. Er geht hin und geht in mein Fleischbereich rein und kitzelt mein Fleisch und dadurch hat er mich. Jetzt sagt er hier, pass auf, dass das nicht bei dir zum bösen Herz führt und zum Unglaube. Das ist nämlich das Problem, dass das zu Unglaube führt. Und dann findest du immer mehr Gläubige, die theoretisch alles bejaht, aber praktisch gar nichts mehr. Die theoretisch sagen, jawohl, der Herr Jesus kommt. Die können dir die Entrückung ganz genau erklären. Und dann sagst du, was ist, wenn er jetzt kommt? Was ist jetzt? Jetzt, hier, jetzt, in einer Minute? Und dann wird er blass. Ist er, das ist es. Das Problem, es ist im Hirn, aber nicht im Herzen. Und das hat mit dem zu tun, Hebräer 3. Hirn oder Herz, das ist hier die Frage. Sprüche 4, mehr als alles andere bewahre dein Herz, das ist das Problem. Wir müssen auf unsere Herzen besser aufpassen. Philipper 4, 7. Nochmal eine ganz wichtige Sache. Philipper ist eine der guten Gemeinde, die gelobt wird. Er sagt hier, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und was sagt er jetzt? Und jetzt kommt plötzlich ein Gedanke, den man jetzt schon ein bisschen weit weggeschoben hat. Er sagt hier, da gehört dazu, diese Herzenshaltung einzunehmen, sich nicht zu sorgen. Sorge ist so schlimm wie Sünde. Wenn wir auf uns selber Acht haben, dann müssen wir die Sorge auch wegwerfen. Nämlich das, was der Herr Jesus bei der Entrückung meint, ist nämlich das, dass er sagt, sie heirateten, sie haben gekauft, sie haben gegessen, sie haben sich um das Alltägliche gesorgt. Das ist die große Falle, die hier drin ist. Wir müssen sagen, alles ist okay. Es ist wunderbar. Wisst ihr, ein Zeuge Jehovas hat zu mir mal gesagt, das war für mich hochinteressant. Der hätte sich mir gegenüber nicht schöner demaskieren können. Und damit kann ich heute jedem Zeuge Jehovas das Gesicht sagen, wenn er kommt, sage, eure heißen Mitglieder, die haben mir gesagt, wie sie sehen. Der hat zu mir gesagt, wörtlich, weißt du, der wörtlich zu mir gesagt, auf dem Sofa bei mir daheim, ich will gar nicht in den Himmel. Ich sage, bitte? Also ich will doch nicht in den Himmel. Er sagt, da verstehst du, ich will auf der Erde bleiben. Ich mag einfach die Kirche so mordsmäßig, ich will hier bleiben. Wörtlich zu mir gesagt. Aber ist euch klar, dass in manchem Hirn vom Gläubigen das Gleiche rumspuckt. Da ist gar nicht viel was anderes drin, was da im Hirn drin ist vom Gläubigen. Oder soll ich sagen, nur die Stufe tiefer im Herz. Ist nämlich das Gleiche. Kirche, ich habe mich nicht mehr gekriegt. Ich habe das erst mal live gehört, dass tatsächlich sowas ein Mensch sagen kann. Der hat gesagt, aber du mit deinem Himmel, ich will doch nicht in den Himmel. Kirche, das ist es. Epheser 2, 13. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Das heißt, die Bibel geht jetzt hin und sagt an vielen Stellen, wenn du die richtige Haltung einnimmst, wenn du auch das Blut Jesu Christi richtig begreifst, wenn alles richtig passiert und er dein Friede ist, wenn du die Sorge opferst, wenn du auf dich Acht habst, wenn du einfach mit einem kindlichen Glaube die Wiederkunft akzeptierst und erwartest, wenn du für den Herrn arbeitest, wenn du wachsam bist, wenn du dieses ganze einfältige Szenario in deinem Herzen geschehen lässt, wo der Paulus ja sagt, es ist der Normalzustand, dann letztendlich wird der Friede Gottes mein Herz vollständig beherrschen. Dann sind plötzlich Gläubige, ich sag's mal so, denen ist es ja fast peinlich, dass sie gerade kein Problem haben. Sie haben nämlich keins mehr. Weil sie nämlich ein Stück der Lösung sind, nicht mehr des Problems. Jetzt können wir sagen, oh, ist das der Idealzustand? Oh, ist das der Perfektionismus? Ich muss mich entschuldigen. Es ist nicht der Perfektionismus. Es ist nicht der hohe Stand, sondern es ist der absolut gewöhnliche Herzenszustand eines normalen Gläubigen, der normal ist. Und damit behaupte ich, dass die Christenheit nicht mehr normal ist. Die ist von dem abgedriftet, die will es nicht mehr. Wieso? Jetzt kommen wir. Wollen wir es oder wollen wir es nicht? Das ist die Entscheidung. Wieso macht doch nicht die Offenbarung, bloß dass jetzt endlich jeder mit der Offenbarung umgehen kann. Das ist doch mein Ziel. Mein Ziel ist doch was völlig anderes. Mein Ziel ist, dass genau das passiert, was hier geschrieben steht. Und wisst ihr, wo es zuerst passieren muss? Das ist mir das Allerwichtigste. Hier. In dem Herz, nämlich in meinem, will ich, dass das zuerst passiert. Das ist doch das Ziel. Alles andere ist doch bloß Theater. Wir bauen doch kein frommes Theater, wir bauen doch keine frommen Vorträge. Da gibt es genügend Leute, die das besser können. 2. Thessalonicher 3,3.
Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Geschwister, wenn ein Gläubiger mal in der Tiefe erkannt hat, was ein Paulus erkannt hat, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, wenn ein Gläubiger mal erkannt hat, dass da draußen ein Zeitgeist abläuft, ein Äon, der haarsträubend ist, und wenn ein Gläubiger mal erkannt hat, dass es wohl um alles oder nichts geht und dass es alles gefährlich ist, dann wird er beginnen, nach der Treue des Herrn zu schreien. Dann wird er endlich warten, dass der hohe Priester ihm hilft, diese normale Haltung der Erwartung Jesu Christi einzunehmen. Dann wird er zu seinem hohen Priester, zu meinem Jesus, kommen und schreien und wirklich wachen und beten, dass er Gnade hat, dass er arbeiten kann für ihn. Dann wird er sagen, hilf mir zu wachen und zu beten. Hilf mir, dass dieser Friede mein Herz beherrscht. Hilf mir, dass diese Sorgen nicht da sind. Dann fängt er plötzlich an, nach dem zu jagen. Guckt mal, was der Paulus sagt in Philipper 3. Ich jage danach. Er kämpft drum. Das ist jetzt so ein bisschen, dass man sagt, oh ja, Herr Jesus, man betet 2 Minuten morgens und liest 3 Vers. Sondern da kämpft er drum. Wisst ihr, da geht es darum, er hat begriffen, alles oder nichts. Offenbarung 3, Vers 8. Folgende. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, niemand kann sie schließen, denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Harren, da steht Hypomonei, unterbleibe, auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, Ökumene, kommen wird, die versucht werden, die auf Erden wohnen. Er sagt 2 Haltungen, gehören da dazu. Ganz einfach, er sagt, weil du letztendlich erstens mein Wort bewahrt hast, das ist schon mal klar, das Wort Gottes, und 10, weil du das Wort, das ist das, was wir heute tun, das Wort vom standhaften Harren auf mich, das heißt vom Warten auf den Herr Jesus, von der Wiederkunftserwartung, weil du das bewahrt hast, hat der Herr dich bewahrt in der Endzeit. Geschwister, und ich sage eins, bin ich felsenfest überzeugt, ein Gläubiger, der keine Wiederkunftserwartung hat, der wird in den Turbulenzen dieser Endzeit, der wird untergehen, bin ich überzeugt. Der überlebt es nicht. Jetzt kommen die Brüder und schreien, nee, er wird überleben, das wird nur im Preisgericht letztendlich geregelt werden. Sie sollen ihrer Meinung gewiss sein, mir ist es egal. Aber ich sage bloß eins, ich entnehme aus der Bibel, dass wenn man in der Endzeit, wenn man diese ganzen Dinge sieht, wenn man das alles nicht tut, dass es elendiglich gefährlich ist und dass es um Kopf und Kragen geht. Das müssen wir einfach ganz nüchtern festhalten. Und von daher möchte ich einfach nochmal betonen, wenn man die Haltung hat, kommt man durch. Das verspricht die Bibel. Wenn man sie aber nicht hat, sag es mal vorsichtig, es wird zumindest ganz schön gefährlich. Aber mit dem Feuer soll man ja angeblich nicht spielen. 1. Timotheus 1,5, letzte Stelle für heute. Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. So kann man auch dieses, ich sag mal, gelassene, gläubige, klare Herz umschreiben. Ein Mensch, der die Liebe Jesu Christi im Herzen hat, mit einem liebenden Herz, der Herr Jesus erwartet, der ein reines Herz hat, der nicht in bewusster Sünde lebt, der ein gutes Gewissen hat, der mit einem ungeheuchelten Glauben sagt, Herr Jesus, komme bald. So einfach. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen, du weißt, und so steht es im Johannes 2, dass niemand dir etwas sagen musste über den Menschen, dass du vollkommen weißt, was im Menschen drin ist, du weißt, was in unserem Herzen ist, und du siehst, wie dieser Zeitgeist, wie dieser Äon, wie diese Weltzeit uns auffrisst. Ich habe einfach eine Bitte, dass du uns Gnade gibst, dass wir wachen und beten können, dass wir diese einfache Haltung einnehmen können, zu sagen, ja, Herr Jesus, komme bald. Komm, und wir freuen uns, wenn du kommst. Wir sind bereit, dir zu dienen, wir sind bereit, für dich zu arbeiten, wir sind bereit, die Sorge wegzuwerfen, wir sind bereit, mit der Sünde zu brechen, wir sind bereit,
mit diesem Zeitgeist zu brechen. Wir sind bereit, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder von uns steht. Du kennst jedes Herz. Wir brauchen dir auch kein frommes Theater vorzuspielen. Du weißt es. Ich bitte dich einfach, dass du dich uns erbarmst, dass du unsere kleine Gemeinde hier auch durchbringst, dass du die Herzen erwächst, dass wir wirklich diese Haltung einnehmen. Und wenn die siebte Posaune erschallt, dass wir bereit sind, unsere Häupter erhebet, um bei dir zu sein alle Zeit. Ich danke dir für deine Gnade, dass wir deine Treue appellieren dürfen. Du bist unser hoher Priester. Dass unsere Herzen zu deiner Treue und zu deiner Fürsorge für uns hingelenkt werden, dass wir uns dir anvertrauen, auf dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen. 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 Es war die Zeit, wo die Riesen auf Erden waren. Es war die Zeit der Heiligungsbewegung, wo diese Lieder entstanden sind. Das sind auch unsere geistlichen Wurzeln. Wenn du das siehst, die haben es begriffen. Dann sind nicht die Liedli gesungen, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Da brauchen wir gar nichts mehr theologisch dazu sagen und geistlich. Du musst nur die zwei Texte vergleichen, dann weißt du alles. Ja.